Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau, am 15. Spieltag ist Viktoria Griesheim zu Gast in der Alzenauer Mayrek Arena und die Bayern im ersten Durchgang von links nach rechts ganz in blau kommen über die linke Seite mit Kani Yildirimoğlu, der flankt in die Mitte und findet natürlich Giuseppe Signorelli und so heißt es früh im Spiel 1:0 für den Tabellenführer. Mit diesem herrlichen Kopfballtreffer erzielt Giuseppe Signorelli bereits sein 13. Saisontor und bringt die Bayern also frühzeitig auf die Siegerstraße. Aber nur eine Minute später die erste Möglichkeit für die Gäste. Langer Ball in die Hälfte der Bayern und dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausrutscher. Kosuke Ota zieht quasi die Notbremse und spielt den Ball mit der Hand zurecht. Wird er des Platzes verwiesen und von da an also die Bayern 85 Minuten in Unterzahl. Aber auch die Hinausstellung tat dem Offensivspiel der Bayern keinen Abbruch. Almir Ziga wieder auf die linke Seite zu Kani Yildirimoğlu. Der geht diesmal außen vorbei an seinem Gegenspieler, flankt in die Mitte und findet fast wieder den Kopf von Giuseppe Signorelli. Die linke Offensivseite war im ersten Durchgang kaum zu bändigen. Jetzt der Ball in die Mitte auf Almir Ziga, der zieht ab. Und dann die Kopfballmöglichkeit im Nachsetzen. Aber Signorellis Ball geht diesmal über das Gehäuse. Nur wenige Momente später dann der Flankball von der anderen Seite. Und Paul Seigl findet das Köpfchen von Lukas Fächer. Und der stellt in der 24. Minute auf 2:0. Damit steht Lukas Fächer seinem Sturmpartner Signorelli in nichts nach und trifft bereits auch zum 13. Mal in der laufenden Saison. Noch immer sind wir in der ersten halben Stunde des Spiels. Jetzt gibt es Einwurf von der rechten Seite. Paul Seigl wirft zu Lukas Fächer, der weiter zu Younes Djebari. Die Seitenverlagerung auf Kani Yildirimoğlu. Der Flankenball in die Mitte. Und die Griesheimer Abwehr zu kurz. Paul Seigl zieht ab. Und Giuseppe Signorelli macht das, wofür er bekannt ist. Er schiebt ein. Und so heißt es in der 29. Minute 3:0 für die Bayern. Und nur noch mal zur Erinnerung: Zu diesem Zeitpunkt die Bayern bereits 25 Minuten in Unterzahl. Aber auch die Gäste aus Griesheim versuchten es noch mal. Kurz vor dem Seitenwechsel dieser Doppelpass. Aber Sebastian Scheibe mit einer Wahnsinnstat hält seinen Kuss auf. Aber kurz nach der Halbzeit war auch er geschlagen. Nach diesem Sonntagsschuss heißt es 3:1. Noel Adjun trifft unter die Latte und verkürzt. Aber in der Folge gab es nicht mehr allzu viele hochkarätige Möglichkeiten. Freistoß kurz vor dem Ende nochmal für die Gäste. Aber auch in dieser Situation, Sebastian Schreiber hellwach. Und so bleibt es beim 3:1. Die Bayern verteidigen die Tabellenführung. Und wir hören, was Angelo Balletta dazu sagt. Angelo, herzlichen Glückwunsch. Das war ein richtig gutes Spiel, oder? Von deiner Mannschaft. Ja, bedingt durch die rote Karte. Also, trotz der roten Karte. Trotz der, genau, ja, also Riesenrespekt, die Mannschaft. Also wir, ich habe es ja schon davor gesagt, deswegen hat mir das ja sehr missfallen, die Geschichte letzte Woche mit Nico mit der roten Karte. Das war ja eine andere rote als jetzt Co. Die war schon ein bisschen schusselig. Also er wollte sich den Dienst in der Mannschaft opfern. Wobei ich immer wieder sage, wenn der Ball ins Tor geht, lass es mit der Hand, die kriegt eine rote, es gibt einen Elfmeter. Also es sind so schusselige Momente. Hat er einen Blackout gehabt, glaube ich. Und danach haben wir eine tolle, dann, der Gegner war überrascht, dass wir dann trotzdem dann mutig nach vorne gespielt haben. Die haben uns sehr viele Räume hergegeben. Ich glaube, das war denen ihren Plan nicht. Wussten auch nicht, mit so viel Ballanteilen mit anzufangen.